Als Wolf Schreiber aus Bad Homburg einen Brief seiner privaten Krankenversicherung bekommt, ist der Rentner geschockt. Die AXA fordert von ihm satte 41% Aufschlag. Seine Frau Erika soll 14% mehr zahlen. Das ist völlig abnormal. Das muss ein Rechenfehler sein, hat man mir gesagt. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Was Wolf Schreiber besonders wütend macht, schon in den Jahren zuvor langte die AXA kräftig zu. 2009 stiegen die Beiträge um 50 bzw. um 33%. Und 2011 ein erneuter Aufschlag für Frau Schreiber von 30%. Eigentlich wollte Herr Schreiber der Kostenspirale entkommen, als er sich für den neuen Tarif mit höherer Selbstbeteiligung entschieden hat. Denn auch sein alter AXA-Tarif stieg in wenigen Jahren auf das Dreifache. Bei der Beratung gab es nie Warnungen vor starken Beitragssprüngen. Im Gegenteil. Also den Tarif habe ich gewechselt, weil man mir gesagt hat, Herr Schreiber, bei Ihren Rückstellungen und bei Ihrem Alter, ich bin jetzt knapp 74, das war also vor 4 Jahren, können Sie davon ausgehen, dass signifikante Erhöhungen nicht mehr kommen werden. Herr Schreiber fühlt sich reingelegt, doch auf seine Beschwerden reagiert die AXA mit Standardargumenten. Der medizinische Fortschritt führe zu Kostensteigerungen. Diese würden bei Tarifen mit hohem Eigenanteil besonders stark ausfallen. Der Rentner will von seinem Berater Genaueres erfahren. Ich habe also gute Betreuer, in Anführungsstriche, also sehr nette Leute. Wenn ich ihn frage, sagt er, ich weiß das nicht. Ich sage, können Sie mir irgendwas herausziehen? Nein, kann ich nicht. Ich sage, warum können Sie das nicht? Das darf nur die Zentrale. Das darf nur die Zentrale. Das heißt, die werden angehalten, keine Kommentare zu geben. Wir haben Thorsten Rudnick vom Bund der Versicherten gebeten, sich den Fall genauer anzuschauen. Für ihn ist klar, Herr Schreiber ist kein Einzelfall. Mangelhafte Beratung bei der Suche nach passenden Tarifen ist ein häufiges Problem. Also die Informationen bleiben aus unserer Beobachtung her doch eher im Unternehmen zunächst einmal. Und zwar bei den Mathematikern. Und nur wer wirklich konkret nachfragt, kriegt dann vielleicht solche Erklärungen. Diese Erklärungen kriegen aber nicht mal die Vermittler vor Ort. Die Vermittler wissen sehr häufig gar nicht, was sie den Kunden da wirklich erzählen. Ich glaube, viele Versicherungsvermittler sind leider zu schlecht ausgebildet. Der Mindeststandard, um in Deutschland Versicherung zu vermitteln, ist auf niedrigstem Niveau. Thorsten Rudnick weiß, dass es vor allem mit den Selbstbehaltstarifen Probleme gibt. Die niedrigen Beiträge sehen zunächst verlockend aus. Doch im Laufe der Jahre steigen diese Tarife umso stärker. Wer Pech hat, zahlt, genau wie Herr Schreiber, das Doppelte und Dreifache. Also wenn die Versicherer von vornherein wissen, dass die Beiträge bei diesen Tarifen besonders stark steigen können, unter bestimmten Annahmen, dann muss man da Vorsorge treffen. Da muss man von vornherein die Einstiegsbeiträge höher kalkulieren. Dann muss der Kunde zwar etwas mehr bezahlen, weiß aber, dass die Wahrscheinlichkeit von starken Steigerungen reduziert wird. Und darauf kann er sich besser einlassen, weil niemand rechnet damit, dass er 30%, 40%, 50% Erhöhungen in einem Jahr bekommt. Durch den medizinischen Fortschritt steigen die Kosten der Krankenversorgung rasant. Die Versicherten müssen immer tiefer in die Tasche greifen. Viele Tarife bei privaten Krankenversicherungen haben sich in den letzten Jahren verdoppelt. Das kann aber nicht jeder zahlen. Deshalb stehen alleine bei privaten Krankenversicherungen ca. 150.000 Mitglieder in der Kreide. Doch nicht nur die Hightech-Medizin lässt die Kosten explodieren. Klaus-Dieter Gorr vom Maklernetzwerk Premium Circle ist überzeugt, dass im Kompetenzgerangel viel Geld verschwendet wird. Wir haben Doppeldiagnosen, wir haben Maßnahmen, die gerade im Bereich der Apparatemedizin doppelt angewendet werden. Wenn Sie heute mit einem Krankheitsbild zum Hausarzt gehen, dann röntgt der Facharzt, sagt dann, die Röntgenaufnahmen, die sind nicht aktuell genug oder das Gerät ist vielleicht zu alt, ich habe ein moderneres, und dann geht das von vorne los. Gorr nimmt zurzeit mit zahlreichen Experten das gesamte Gesundheitssystem unter die Lupe. Eines steht fest, die unzähligen Reformen der letzten Jahrzehnte haben ein großes Chaos hinterlassen. Man muss sich das Gesundheitssystem wie ein 1000-Teile-Puzzle vorstellen. Und es gibt ganz wenige Menschen, sowohl in der Politik als auch bei den Akteuren, die diese 1000 Teile komplex für sich verstehen. Es ist vielmehr so, dass in vielen Segmenten viele Beteiligte, dadurch, dass man Budgets von links nach rechts verteilt und an verschiedenen Stellen justiert, prächtig verdienen. Ob Ärzte, Pharmaindustrie, Krankenversicherungen oder Kassen. Vom jetzigen nahezu undurchschaubaren Geflecht profitieren je nach politischer Lage immer wieder die Akteure des jetzigen maroden Gesundheitssystems. Auch wenn eine grundsätzliche Reform gelingen sollte, Wolf Schreiber hat nichts davon. Ihm bleibt nichts übrig, als zu bezahlen. Für schlechte Beratung haftet niemand.